Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Und eigentlich müsste ich schon fast sagen, zu den neuesten Dschungel-News. Jetzt wenige Tage vor Start von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, überschlagen sich natürlich auch die Medienberichte. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich euer Dschungelreporter des Vertrauens bin und für euch natürlich auch an diesem Thema dranbleibe. Deswegen habe ich gleich zwei Schlagzeilen mitgebracht, die euch vielleicht interessieren oder nicht. Aber für die große Berichterstattung rund um den Dschungel gehört das natürlich mit dazu. Und wenn du selber sagst, Mensch, ich möchte nichts mehr vom Dschungel verpassen, dann für dich herzlich eingeladen, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Vielleicht ganz interessant, ich habe es schon mehrmals gesagt, aber auch immer für die neuen Zuschauer, sobald der Dschungel startet, nämlich am 19.01. werde ich immer eine Stunde vorher hier auf YouTube live sein, insgesamt 18 Live-Sendungen, um mit euch immer die aktuellen Folgen besprechen. Vielleicht ist das für euch super, ich persönlich freue mich da sehr, sehr drauf. Und ja, das sind heute die Schlagzeilen, damit ihr wisst, womit wir uns heute beschäftigen. Erst einmal werden wir uns einen Ersatzkandidaten anschauen, der wohl als Nachzügler für den Dschungel heiß gehandelt wird. Das ist ein Thema, welches wir uns zu Gemüte führen. Und dann haben wir auch noch dieses Thema, und zwar Leyla, die ja schon ja heftige Kritik bekommen hat, bekommt jetzt noch mehr ab. Das ist der zweite Artikel, nämlich der quasi der erste Shitstorm. Ja, so muss man es sagen. Zumindest was den Dschungel betrifft. Gut. Machen wir es nicht allzu spannend und starten direkt mit dem Dschungelcamp 2024. Er soll Ersatzkandidat sein. Und natürlich, Ersatzkandidaten sind wichtig. Wenn jemand zum Beispiel an Corona erkrankt, braucht man natürlich einen Ersatz. Wir hatten das ja mit Lukas Cordalis gehabt, ich glaube vor 2 Jahren, der ist ja auch erkrankt, braucht einen Ersatz. Deswegen ist das schon sinnvoll, immer einen Reservekandidat zu haben. Ob RTL mehr als einen Reservekandidat hat, kann ich euch auch nicht sagen. Aber der eine wurde jetzt geleakt. Das Dschungelcamp auf RTL startet schon bald. 12 neue Kandidaten wagen das Abenteuer. Falls jemand ausfällt, soll schon Ersatz bereitstehen. Und zwar ist die Rede von Tim Topé, dem Partyschlagersänger, den wir zuletzt gesehen haben im Sommerhaus der Stars, zusammen mit seiner, ich glaube, Freundin Carina, der dort auch ganz schön hitzköpfig zu sehen war, sich auch nicht so unbedingt die Butter vom Brot hat nehmen lassen, aber trotzdem ein kleiner Publikummagnet war. Und er sollte quasi als Ersatz rein. So schreibt die Südwestpresse, dieser Partyschlagersänger soll im Notfall einspringen. Sollte einer der Promis kurzfristig erkranken oder aus anderen Gründen ausfallen, hat RTL laut der Zeitung wohl schon vorgesorgt. Ein Ersatzkandidat soll dann nämlich im Notfall einspringen. Tim Toupet, der Partyschlagersänger, der für seine Hits wie das Fliegerlied und Du hast die Haare schon bekannt ist, soll sich auch schon in Australien befinden. Zu den Spekulationen wollte sich der Sender der Bild gegenüber wie üblich nicht äußern. Denkbar wäre es aber tatsächlich, schließlich war Tim Toupet erst im vergangenen Jahr gemeinsam mit seiner Freundin Carina im Sommerhaus der Stars und hat Reality-TV-Luft geschnuppert. Die beiden verließen die Show zwar freiwillig, aber vielleicht liegt ihm der australische Busch ja mehr als das beschauliche Buchholz. Zitat Ende. Also, Tim Toupet wird hier heiß gehandelt, natürlich auch wieder Informationen von der Bild. Man muss dazu sagen, auch wenn ich persönlich Bild als Revolverblatt bezeichne, haben die aber, was sowas betrifft, schon immer relativ interessante Insider, ja, nicht von Tanja. Tanja kennt alle. Und vielleicht liegt das daran, dass die hier auch immer so gut informiert sind. Jedenfalls, Tim Toupet wird hier gehandelt. Ich habe bei Tim auch mal in die Story geguckt. Allerdings habe ich nichts gesehen, was irgendwie dieses bestätigt oder nicht bestätigt, das ist eigentlich klar gewesen, dass Tim das nicht groß zeigen wird. Schade auf der einen Seite. Ich habe natürlich mir auch die Gedanken gemacht, wie würde ich zu einer Dschungelcamp-Teilnahme von Tim Toupet stehen. Also ich fand ihn halt im Sommerhaus der Stars nicht so unbedingt unterhaltsam, aber es hat für mich gereicht, um, sagen wir mal, die Sendezeit voll zu kriegen. Wenn ich mir jetzt den aktuellen Dschungelcamp-Cast angucke, die 12 Persönlichkeiten, dann kann der eine oder andere für mich persönlich mit Tim schon ausgetauscht werden. Also das wäre für mich persönlich völlig in Ordnung.
Aber so wie es jetzt ist, so soll es erstmal bleiben. Er wird sich was dabei ja gedacht haben, aber dennoch, wenn Tim Tuppy reinkommt, würde ich jetzt nicht Nein schreien. Also ich würde sagen, wir haben schon Schlimmeres im Dschungel erlebt. Schlimmeres hat aber auch sie hier erlebt, nämlich Layla. Layla ist ja einer der kritisch gesehenen Kandidaten, die jetzt quasi eintreten werden, auch mit in das Dschungelcamp. Sie ist aufgrund einer, ja, sagen wir mal, Handgreiflichkeit aus dem TV-Format geflogen, hat entsprechend auch im Netz wurde sie stark kritisiert, hat dann bei Promiflash schon beim Interview sich dafür entschuldigt, beziehungsweise gesagt, sie hat sich geändert. Gut, jetzt muss man dazu sagen, dass sie dennoch der Öffentlichkeit natürlich ausgesetzt ist und hier jetzt auch einen kleinen Shitstorm abbekommen hat. Zitat, sie wehrt sich gegen Outfit-Kritik, asoziale dumme Kommentare. Schon vor dem Dschungelcamp-Start hagelt es für Kandidatin Layla im Netz Kritik, die will sie allerdings nicht auf sich sitzen lassen. Und wir überspringen das mal hier alles, sondern gehen direkt hier in diese Zeile, damit ihr wisst, worum es geht. Layla hatte ihr gemütliches Outfit, einen rosafarbenen Pyjama, den sie während des Fluges trug, gegen ein glamouröses Kleid getauscht. Doch für diese Entscheidung musste die zukünftige Dschungelcamp-Bewohnerin im Netz einige fiese Kommentare über sich ergehen lassen. Zieh dir lieber in der Öffentlichkeit was Anständiges an, hieß es dort zum Beispiel. Doch die Kritik an ihrem Outfit will die Reality Beauty nicht auf sich sitzen lassen. Und zwar, ich guck mal, ob wir das Bild hier haben, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ich glaube, wir sehen das hier. Wartet. Da. Hier können wir das so ein bisschen sehen. Das war das, was sie denn dann anhatte, als sie ausgestiegen ist. Und ich habe mir auch die Kommentare einmal durchgelesen. Und ja, auch ich muss zugeben, da waren einige schlimme Sachen bei. Und ich finde das eh furchtbar, wenn man Menschen aufgrund ihres Äußerliches, aufgrund, keine Ahnung, aufgrund was, was sie anhaben, beurteilen und angreifen müssen. Jetzt muss man aber mit dazu sagen, das Internet ist, wie ich persönlich finde, noch mal ein bisschen giftiger geworden, als es vielleicht vor einigen Jahren noch war. Die Menschen haben eine kürzere Zündschnur, beleidigend und unhöflich zu schreiben. Deswegen hat es mich persönlich nicht gewundert. Und ich denke auch, das Gleiche wird auch hier die Layla gewusst haben, als sie sich so nach dem Flieger zeigen wollte. Aber war ihr klar, natürlich sowohl beim Flugzeugeinstieg als auch beim Ausstieg wartet die Presse ja und begleitet und fotografiert unsere Trashies und die Bild ist vor Ort. Das heißt also, man weiß, man ist danach in einer Interview-Situation und man weiß auch, dass man denn dann entsprechend abgebildet wird. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie schon damit ein bisschen, ich sag mal, provozieren wollte, um einfach vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Ob diese Aufmerksamkeit ihr aber hilft, die Dschungelkrone zu bekommen, das wage ich noch aktuell wirklich zu bezweifeln. Ansonsten äußert sich Layla, Zitat, ich bin einfach schockiert. Auf Instagram verteidigte Layla ihren Look. Als ich angekommen bin, wusste ich natürlich, dass da auch ein Kamerateam sein wird. Entschuldigung, dass ich als Frau eine feminine Seite zeigen will. Über die vielen Hater-Nachrichten aufgrund ihres Kleides ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin entsetzt. Ich bin einfach schockiert, so ekelhaft. Da waren Beleidigungen, von denen will ich gar nicht anfangen, weil das so ekelhaft war. Nur weil eine Frau sich anzieht, wie sie möchte. Ich finde es so krass, dass das Thema Slut-Shaming einfach immer noch so aktuell ist, dass Frauen sich ständig rechtfertigen müssen oder asoziale dumme Kommentare bekommen, wenn sie nicht so rumlaufen, wie andere das gerne hätten, verteidigt sie sich. Und auch wenn ich mit Layla wirklich nicht so auf einer Linie schwimme, da gebe ich ihr allerdings recht, jeder Mensch sollte anziehen, was man will, ja. Jeder Mensch soll sich kleiden, wie er möchte. Klar, man muss natürlich so ein bisschen aufpassen, dass man nicht gegen einige Regeln verstößt. Also ganz nackt zum Beispiel funktioniert halt nicht. Aber so, mein Gott, soll sie doch anziehen, was sie möchte. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Temperaturen waren. Aber wenn man sich dem Wetter angemessen kleidet, ist doch alles in Ordnung. Und wenn selbst dann, ja, und selbst wenn man dann ein dünnes Kleid im Winter anzieht, ist das auch einem selbst überlassen, meine Lieben. Ja, das erstmal die neuesten Informationen für euch, dass ihr erstmal auf dem neuesten Stand seid. Heute ein etwas zugegeben kürzeres Video, das liegt aber einfach daran, weil ich so einen Stapel an Arbeit habe auf Montag. Das mache ich jetzt aber alles schnell fertig, damit wir uns morgen früh wiedersehen können. Morgen früh um 8 zum ersten Café, zum ersten Trash-Video. Und da wird es auch wieder heftige Neuigkeiten geben, meine Lieben. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, bis morgen.